Tür ist verbogen. Oder zerstört. Du hast keine Zeit, um hier noch weiter rumzualbern, James. Empty. Höre die Flasche. Okay. Habe ich das falsch geschrieben? Empty, oder? Ski. Okay. Wie habe ich das mal gemacht? Use Whiskey with Driver, also mit dem Fahrer. Ja. Gut, James. Das ist genau das, was. What exactly do you want to do with the whiskey? Nutze Whisky mit blauem Auto. Look at blue car. Wir wissen ja, dass das Auto blau ist. The fumes arising from the engines through the smashed window. Ah, okay. Use whiskey with window. Oder? Ah, wie habe ich das nochmal gemacht? Mit dem Fahrer? Was genau möchtest du mit dem Whisky machen? Empty Whisky in Blue Car. Also, um es vorwegzunehmen, wir leeren den Whisky. Oder heißt das so? Pour Whisky? Trinken. Komm schon, James. Wenn du den jetzt trinkst, bekommst du, was du verdient hast. Empty bottle in. Ah, Mann, jetzt hänge ich wieder fest. Schade. Ich dachte eigentlich, wir könnten. Ah, nee. Go to blue car. Öffne Fenster. Zu Whisky? Ja. Whisky with Blue Car. Die Tür ist verrammelt oder kaputt. Oh Gott. Ich habe mir da mal ein Video angesehen. Während ich das vorher auch schon mal aufgenommen hatte. Und da hat er irgendwas geschrieben, was dann richtig gut ging. Upsala. Go. Go. Can help you in the. In there. You need to fix this before the police arrive. Dann sehen wir es mal um. Ja. Uah. Ach, das sind die äußeren Lichter. Ah, okay. Alter, das ist voll creepy. Boah, ich komme gerade nicht voran.
Wir sollen die Whisky benutzen. Get through this, James. I don't care if you want to or not. Okay, die Notiz ändert alles. Jetzt steht da drauf. Get through this, James. Also mach was draus, James. Ich will. Es ist mir egal, ob du willst oder nicht. Okay. Use this key with Luca. Vielleicht geht das ja jetzt. Sekunde mal, ich guck mir das mal eben kurz an. Bis gleich. Okay, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich wieder, was ich schreiben muss. Wir müssen den Whisky in das Auto legen. Nicht use, sondern put Whisky in blue car. Blue car. Wenn die Lichter langsam näher kommen, beginnst du auch die Sirenen näher kommen. Du kannst nicht einfach dafür ins Gefängnis gehen. Du säuberst die Flasche von deinen Fingerabdrücken mit dem Whisky. Oder du säuberst die Flasche, um deine Verbindung mit dem Whisky loszuwerden. You then very deliberately. Dann. Weiß nicht was. Deliberately. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber du schüttest halt ein wenig vom restlichen Whisky, das in der Flasche noch drin ist, über den Fahrer. Onto the driver. Ah, okay. Press Enter. Oh, schön. Du säuberst die Flasche. Und dann schüttest du den Rest der Flasche auf den Fahrer. And you toss the incriminating, das erdrückende Beweisstück auf den Fahrer oder den Beifahrersitz des Autos. Tja, jetzt legen wir den erdrückenden Beweis auf den Beifahrersitz des blauen Autos, also nicht mehr bei uns. Wir sind jetzt fein raus. Ein Kreis von blinkenden Lichtern umrundet dich und beleuchtet die Unfallstelle in der Dunkelheit. Hinter dir ist eine Armee von Leuten, die alle starren. Eine Figur schreitet hinaus oder steps out, geht einen Schritt vor. Eine Silhouette und läuft auf dich zu. Go to Silhouette. Geh auf die Silhouette zu. Als du bei dem Mann ankommst, pulsieren die Lichter um dich herum immer schwächer und schwächer, während der Schmerz in deinem Kopf immer stärker wird. You fall to the. Du fällst auf den Boden vor seinen Füßen. Manchmal tust du Dinge, manchmal sind diese Dinge aber falsch.
Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus aus dem Auto. Geh raus, geh raus, geh raus aus dem Auto, geh raus. I know you. Ich kenne dich. I know you're tearing yourself apart over it. But no matter what you keep telling yourself, you have to listen to me. That accident. That poor man. Me. You have to remember. It was all your fault. Wow. Okay. Okay, Codec wieder überlastet. Ich warte mal ein paar Sekunden. Vielleicht erholt sich das Ding ja auch wieder. Aber es sieht nicht so aus. Wir haben 53 FPS. Normalerweise nehme ich ein 60 auf. Okay, ich gehe mal auf den Desktop und wieder zurück. Okay, sollte jetzt... Ah, Mist. Warum? Warum ist die Codierung überlastet? Was soll der Quatsch? Meine Güte. Alles klar, Freunde. Jetzt habe ich mal die FPS-Zahl ein bisschen runtergeschraubt. Vielleicht ist es auch das, was jetzt so ein bisschen stört. Okay. Wir haben gerade auch unsere Schwester reden gehört. Sie sagte, du musst dich erinnern an den armen Mann, an mich und an den Unfall. Und du kannst nicht vor deinen Problemen davonlaufen. Es war alles deine Schuld. Und ja, wollen wir sehen. Was ist jetzt? I know what you did. How you left me there to protect yourself. Planting evidence on some poor man. You went headfirst into that officer and you wrecked all of our lives. And then you couldn't even take responsibility. You did the right thing for you and no one else. Save yourself. Only it was wrong, wasn't it? Look at you now. Utterly consumed by it. Okay, wow. Say it, James. Boah, das ist... Boah, das verfolgt uns ja. Say it. Tell them. Okay. Sag es ihnen und erzähl es ihnen. Listen to yourself. Hör auf dich selbst, okay? Oder hör in dich hinein. Ja, wir, das ist jetzt anscheinend so. Das muss enden, James. Das muss enden, okay? Oh, voll übel. Do not understand. Verstehst du nicht? Das ist nämlich so, This episode you're having must come to an end. Wir haben halt Beweise gefälscht, um unsere Schuld. Make it stop, make it stop. Do you remember? Lass es aufhören, lass es aufhören. Erinnerst du dich? Erinnern Sie sich? Ja, wir haben halt Beweise gefälscht. Stop the session, Mr. Asian. Halt doch mal die Fresse, ich will quatschen da nebenbei. Wow. Okay. Go back to where we started. Wir haben halt Beweise gefälscht und einen älteren Mann damit put an end to this nightmare. Ja, okay. Quit. Help is here. Okay, time to quit. You can do this, James. You can let go. Tja, und jetzt werden wir wohl always watching remotely. You don't know if anyone else can ever. Okay, was passiert, wenn wir das andere Ding da anquatschen? Sekunde. Ist das vielleicht unsere Schwester, so der Geist sozusagen? Ja, wir haben halt Beweise gefälscht, wie gesagt. Und anscheinend ist das Gewissen unserer... Okay, da ist dunkel. Tschüss. Ist das Gewissen unserer Schwester jetzt auch dabei, uns einzuholen und zu sagen, hier, das, was du getan hast, ist falsch. Nur um dein eigenes kümmerliches Leben zu behalten. Und du flüchtigst dich immer noch in diese Aussage. Ist voll übel. Okay.
Dann würde ich mal sagen, beenden wir diese Aufgabe mal aus Aussage mal oder diese Session. Und wir haben wohl gestanden. Mal gucken, was jetzt passiert. Stille. Well, I think we've made progress today, Mr. Ishin. I guess we should tell the police what you've told us. Although I don't suspect it'll take you anywhere. I think you'll be with us for quite some time. Come on, let's get you back to your shows. I'll see you tomorrow. Tja, jetzt wird es der Polizei erzählt, was wir dem Arzt Dr. Alexander erzählt haben. Aber der Arzt glaubt nicht, dass wir hier jemals wieder rauskommen aus dem Krankenhaus. Wir werden wahrscheinlich den Rest unseres Lebens in einer Anstalt verbringen und tja. John McKellen. Uiuiui. Also richtig geile Geschichte. Ich bin Wahnsinn. Also ich bin richtig platt. Und also wer sich das ausgedacht hat, Respekt. Vor allem was da für ein riesen Plot-Twist dann am Ende war. Und wie sich das alles aufgelöst hat. Weißt du, wir werden ja erstmal nur so reingeschmissen und jedes Mal brechen diese Sessions einfach so ab. Jetzt in der vierten haben wir mal herausgefunden, warum das so ist. Wir sind wohl der Wahrheit immer sehr nahe gekommen. Und irgendwann kamen wir wohl zu nah. Da konnte man es nicht mehr hinaus oder herauszögern. Und wir mussten die Wahrheit erzählen. Das ist halt, tja, entweder eine sehr schlimme Sache, wenn du dich in irgendwelche Sachen flüchtest, oder du den Kranken vorspielst. Dann würde ich sagen, meine lieben Freundinnen und Freunde, das war's mit Stories Untold. Die letzte Aufnahme leider mit einigen Schwierigkeiten. Ich hoffe, ich kann das beim Rendern noch ein bisschen ausbügeln. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben, falls ihr Bock drauf habt. Ansonsten eben halt nicht, ist ja wie immer euch überlassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.